Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von LP Freerunner 16. Ja, heute mal wieder ein letztes Tutorial und zwar, ja, viele von euch haben mich angeschrieben, wie ich bei manchen Videos den Bildpfeil habe bei Shakes and Fidget. Ja, da geht ihr einfach auf diese Seite. Natürlich werde ich den Link in die Beschreibung reinsetzen. Gebt das einfach bei Google ein, klickt aufs Erste. Dann kommt hier so ein Download. Dann öffnet sich das Download-Fenster. Also zuerst kostenlos Download. Dann kommt hier, Ihr Programm wird nun heruntergeladen. Wollen Sie das speichern? Daten speichern. Habe ich schon gespeichert. So, dann habt ihr es runtergeladen. Geht auf den Desktop. Dann müsst ihr das anklicken. Klickt ihr einfach an, ausführen. Und okay, muss ich ein bisschen rüber, sonst sind hier ein paar Videos von mir. Dann klickt ihr das einfach an, immer akzeptieren und alles. Dann zum Schluss wird es installiert. Dann habt ihr das vor euch hier, den Real World Cruiser Editor und den kleinen Bild. Klickt auf Create, also hier auf. Sorry, muss ich ein bisschen kleiner machen. So, jetzt passt er ins Bild. Create auf Cruiser from Image. Ganz wichtig, auf Cruiser from Image, Doppelpunkt. Dann auf den Desktop. Oh, muss ich kurz schauen. Genau auf, oder wo ihr ihn halt hingespeichert habt. Und klickt auf, ich habe es auf dem Desktop gehabt, wie ihr gesehen habt, hier. Klickt den Bild an und jetzt ist er schon mal drinnen. Ihr seht ihn jetzt verschwommen. Aber das wird schon noch richtig. Also, und ihr fragt euch, ja, jetzt ist es fertig. Nee, es ist eben noch nicht fertig. Und zwar, so wie der Bild jetzt wäre, würdet ihr immer hier klicken müssen für Image. Hier für View. Also wenn ich euch wäre, würde ich den immer so in die Mitte setzen. Dann könnt ihr genau draufklicken. So, dann geht ihr auf Fill, Save As, wieder am Desktop. So, ich habe ihn gespeichert auf dem Desktop. Jetzt könnt ihr das übrigens schließen. Hier habe ich den Pilz. So, dann geht ihr auf Anpassen, Mauszeiger ändern. Ja, ich habe jetzt das Windows 7 oben, ich glaube bei Windows Vista ist es genau gleich, aber ich glaube, da muss man irgendwas anderes machen. Bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, aber auf jeden Fall Rechtsklick und anpassen. Dann müsst ihr das schon finden. Mauszeiger. So, dann geht ihr auf Durchsuchen. Geht auf den Desktop oder wo ihr das gespeichert habt und klickt auf Pilz. Also ich habe den schon mal unten, aber fürs Tutorial habe ich ihn mir halt nochmal runtergeladen. Und öffnen. So, dann macht ihr das gleiche mit Verknüpfungsauswahl, sonst seht ihr immer diese Hand hier, oder wo sieht man die? So, genau, das hier. Sonst seht ihr diese Hand hier. Okay, dann wieder auf Durchsuchen. Nehmt den Pilz und drückt Öffnen. Aber jetzt stopp, halt, stopp. Auf jeden Fall nicht okay drücken, sondern ihr geht auf normale Auswahl, also den Pilz hier, und übernehmen. Jetzt habt ihr schon mal den hier, aber wie ihr seht, kommen natürlich bei manchen diese eine Hand, darum müsst ihr hierher gehen. Und nee, das muss man gar nicht bei Windows Vista. Auf jeden Fall bei Windows, jetzt habe ich mich verredet, bei Windows 7 muss man nicht hier auch noch übernehmen, sondern das macht es automatisch. Und bei Windows Vista müsst ihr das auch noch und dann übernehmen. Ja, es war jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei dem nächsten Tutorial oder nächsten Video mit dem Shakes and Fidget Builds und wir sehen uns einfach beim weiteren Video von LP416. Ciao!